We start with, actually with you, Markus. Also, du hast jetzt 40 Sekunden Zeit, das folgende, ich mach das mal so ein bisschen, damit ihr es nicht hört, was ich ihm sage, und ich raune dir den Begriff zu. Das ist jetzt, genau, ach so, genau, es ist noch, da ist ja nicht malen mit Spaß, sondern es heißt malen mit Qualen. Das heißt, die müssen mit der falschen Hand, das ist bei dir, du bist Rechtshänder, oder? Also mit links musst du jetzt malen. Und ihr müsst mal gucken, also wenn man eingefleischter Fan ist, wird es ein bisschen leichter, aber es wird trotzdem nicht leicht, glaube ich. Sind wir soweit? Ihr habt es verstanden? Okay, dann würde ich sagen, go. Ah, das ist so schön. Denk mal so ein bisschen in Richtung Songtitel. Was ist das hier? Ja, wie sagt man da noch? Wurzel, toll. Ich helfe jetzt einmal ein bisschen. Ja! Wurzel seliger. Und das ist natürlich nicht zu raten für jemanden, der den Song nicht kennt. Aber es hat aber wunderschön gemacht mit dem Heiligenschein auf der Karotte. Das ist schon ganz schön weit vorne. Bitte sehr. Und jetzt kommt's. Zack, ein Stern für Erdmöbel. I helped them, because I knew that you would be so much stronger that I had to kind of assist. Okay, so ihr macht jetzt wieder Geräusche. Not easy either. And with the wrong hand, you know that, right? Okay. Okay. Also, und los. Yeah, make it so that the people can see what you draw. Yeah. Wow. Cool. Fruit Fly is ein Song. That was pretty good. Cool. Jetzt hätte ich das. Und hier? Fruchtfliege, Fruitfly war es. So, also wir haben eine Pattsituation. Bitte sehr. So, jetzt wird es noch schwieriger. Jetzt machen wir das mit, geht das eigentlich, kann ich das hier so? Ja, genau, wunderbar. Jetzt müssen wir den Qualfaktor noch erhöhen und mit verbundenen Augen malen. So, gib mir gleich den anderen Schal, dann können wir das... Achso, das können wir ja dann nachher machen mit dem anderen. Okay, so, schau mal, hier ist die Tafel und hier ist der Stift. So, oh Gott, das sieht wirklich wahnsinnig schwierig aus. Achso, hab ich dir den Begriff überhaupt schon gesagt? Nee. Also mach nochmal Geräusch hier. Ach du Scheiße. Es wird nicht leichter. Okay, und los. Sag nochmal, was du... Brot, ja, Brot, toll. Geil. Du solltest Blindmaler werden. Ja, russisches Brot, fantastisch. Die sind einfach zu gut, ich hätte nicht helfen dürfen. Super. So you can either lose or tie, no? Achso, genau, und der Stern. Ups. So, der Stern. So. I'm getting another one. Okay, yeah. Thanks. Ja, dieses Rumdrehen, weiß ich gar nicht, wie viel das bringt, weil es geht ja nicht darum, dass er total die Orientierung verliert und von der Bühne fällt. Wobei das natürlich auch sehr lustig sein kann. Okay. Okay, ihr macht wieder ein bisschen Geräusch, damit ich ihm sagen kann. Okay, ja und zack. Los geht's, ja. Wow. That was pretty good. Also wir haben jetzt, du hast den zweiten Stern, also wir haben jetzt eine Pattsituation, wir sind darauf auch vorbereitet und zwar wird es jetzt vollkommen chaotisch. Wir machen jetzt hier so eine Grenze durch das Publikum durch,
ihr müsst euch irgendwie entscheiden, auf welche Seite ihr gehören wollt. Und ihr seid jetzt die Mannschaft von Matthew und ihr seid die Mannschaft von Markus. Und wir werden jetzt Sudden Death simultan zeichnen machen. Das heißt, ich sage den beiden jeweils einen Begriff und während die malen, brüllt ihr, was ihr glaubt, dass da kommt. Und wer hat zuerst dran, hat gewonnen. Habt ihr es verstanden? Ja. Super. Ich noch nicht, aber wir werden gleich sehen. Okay, dann macht jetzt wieder... Ach so, jetzt dürft ihr eigentlich ruhig mit rechts. Ruhig mit rechts. Okay, macht wieder Geräusche. Moment. Okay. Es wird nicht leichter. Zwei sehr schwere Sachen und ihr werdet auch noch durcheinander brüllen. Wir werden wahrscheinlich morgen Abend noch hier sitzen, aber wir ziehen es durch. Okay, und zack. Es ist entschieden, Markus, es tut mir so leid. Hier ist der Sieger, Matthew. Klasse. Vielen Dank. Zweiter Platz, auch nicht schlecht. Markus, vielen Dank.